Moin allerseits, ich bin Sven und heute möchte ich mit euch über Hygiene sprechen. Keine Sorge, ich möchte euch nicht erzählen, wie oft ihr euch die Zähne putzen sollt und dass ihr euch hinter den Ohren waschen sollt, auch wenn beides durchaus sinnvoll ist. Nee, es geht um eine Frage, die mir regelmäßig gestellt wird und die ich einfach in einem ganz kurzen Video beantworten möchte. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wie ich das so mit der Outdoor-Hygiene mache, wie ich das draußen mache und was ich von Outdoor-Seifen und sowas halte. Und so weiter und so fort. Das wird immer wieder gefragt, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, wenn man damit anfängt, dass man sich da Gedanken drum macht. Und deswegen wollte ich da einfach mal so meine Passion zugeben und so ein bisschen was zu erzählen. Je kürzer der Trip, desto schlampiger bin ich bei der Hygiene, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es eine Nacht ist, meine Güte, dann dusche ich am nächsten Tag zu Hause, es sei denn, ich habe Bock drauf, weil es ist unglaublich erfrischend und ich liebe das. Es ist wirklich richtig herrlich, sich einfach mal in einem kleinen Bach zu waschen. Es ist einfach herrlich und ihr seid einfach unglaublich erfrischt danach. Aber es ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Nichtsdestotrotz, gerade im Sommer, wo man viel schwitzt, schnell schwitzt, ist es einfach natürlich wichtig, sich trocken zu halten. Oder sonst kann man es, ja, kann schnell einfach durchaus mal zu Entzündungen, zu Reibung, zu Reizung und so weiter kommen. Und es ist einfach angenehmer, als wenn man da wie so eine Jauchgrube durch die Gegend läuft. Und gerade wenn man mit der Bahn oder sowas fährt, ist das auch seinen Mitmenschen gegenüber deutlich netter, wenn man da so ein bisschen drauf achtet. Was ich bei Touren, ich sag mal, ab zwei, drei Nächten mache, ist, dass ich mir auf jeden Fall natürlich noch mal ein bisschen Ersatzwäsche mitnehme, allerdings wirklich nur sehr begrenzt, einfach auch durch den sehr begrenzten Platz im Rucksack. Ich nutze meistens Merino-Unterwäsche und nehme dann meistens noch für den Abreisetag einmal so einen Satz frische Socken und einen Satz frische Unterwäsche mit. Manchmal nehme ich mir noch so eine ganz kleine Dose Deo-Spray mit. Gerade jetzt, wenn ich mit der Bahn fahre, damit ich da einfach meinen Mitmenschen nicht zumute. Und ich wasche mich eben zwischendurch, aber da kommen wir gleich zu. Ich gehe jetzt erstmal auf die Ersatzwäsche ein. Viel mehr Ersatzwäsche nehme ich tatsächlich nicht mit. Ich nehme keine Ersatzhosen mit, ich nehme keine Ersatzjacken mit. Die Sachen, die ich habe, sind alle sehr robust, sehr stabil und ich kann mich sehr gut darauf verlassen, sodass ich habe es bei meinen allerersten Touren damals gemacht, da habe ich auch meine Ersatzhose mit und so weiter und so fort. Habe ich nie gebraucht und ich mache das seit sehr vielen Jahren mittlerweile und es ist niemals notwendig gewesen bei Kurztouren von ein paar Tagen. Wenn man jetzt natürlich längerfristig unterwegs ist, eine Woche, zwei Wochen und so weiter, dann sollte man natürlich ein bisschen mehr, aber darauf soll es hier jetzt gar nicht gehen, sondern hier wirklich um diese kurzen Trip bis eine Woche gehen. Da kann man das relativ entspannt sehen. Und dadurch, dass ich halt überall Wolle trage, ist es halt sehr angenehm, dass ich die Sachen einfach auslüften kann und die einfach auch nicht müffeln, weil Wolle halt die Sachen so nicht annimmt. Und damit meine ich nicht nur die Unterwäsche, sondern ich meine auch meine Hose, Jacken und alles. Klar, nach Natur wird das dann auch einmal aufgefrischt wieder, wie das funktioniert, habe ich euch auch mal ein Video zu gemacht. Zahnhygiene, da nehme ich mir einfach tatsächlich eine Zahnbürste mit. Ganz, ganz einfach. Bei kürzeren Touren nehme ich wirklich nur die Zahnbürste mit, nehme etwas frisches Wasser und putze mir damit eben die Zähne, dass es soweit sauber ist. Bei längeren Touren, auch da wieder so ab 3-4 Nächten, da nehme ich mir so ein bisschen Teebaumöl mit, das finde ich sehr angenehm. Da gebe ich mir ein paar Tropfen auf die Zahnbürste und putze mir damit die Zähne. Funktioniert hervorragend, gibt einen sehr frischen Geschmack im Mund, fühle ich mich dann einfach wohler mit. Wenn es jetzt nur irgendwie so zwei Nächte sind, ist mir das relativ egal, da reicht mir einfach so eine Zahnbürste. So. Dann ansonsten zum Waschen, was ich da noch so mitnehme, auch da halte ich es sehr simpel, da nehme ich das hier mit. Das ist ein Waschlappen, könnt ihr sehen, und das war's. Ich halte nichts von irgendwelchen, wirklich gar nichts von irgendwelchen Outdoor-Seifen und biologisch abbaubaren Seifen. Biologisch abbaubar heißt nur, dass es biologisch abbaubar ist. Das heißt nicht, dass es gut ist für die Natur. Und gerade diese verschiedensten Seifen und so weiter. Man kann sich auch was selber machen, man kann mit Kastanien und so weiter, gibt verschiedene Möglichkeiten, sich irgendwas in die Richtung selber zu machen draußen. Es ist in der Regel sehr mühselig und ich habe da ganz ehrlich keine Lust zu. Da werde ich auch nie ein Video zu machen, weil ich da einfach keine Lust zu habe. Mir reicht kaltes, klares Wasser und ein Waschlappen. Ich schrubbe dann vielleicht ein bisschen stärker oder ein bisschen häufiger rüber, aber das reicht mir voll und ganz aus und hat auch immer dafür gesorgt, dass ich sauber wurde, dass ich frisch wurde, dass für eine Tour gut funktioniert hat. Wie gesagt, von diesen Seifen halte ich persönlich nichts, deswegen nutze ich sie nicht. Deswegen habe ich da einfach auch gar keine andere Alternative, es sei denn, ich nehme irgendwas, was ich mir unterwegs selber irgendwie erstelle. Aber wie gesagt, es muss nicht sein, es reicht tatsächlich auf dem Tour. Meiner Meinung nach könnte jetzt sein, ja, du Schwein, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Man muss hier, ne, Haare, Shampoo und da. Ja, sehe ich einfach nicht so. Mir reicht da wirklich dieser Waschlappen eben aus. Und wenn ihr Seifen nutzt, das bleibt ja euch überlassen. Ich will da gar nicht jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, so, ihr seid doof. Dann seht aber zu. Und da möchte ich euch wirklich dringend durchbitten, egal welche Seifen ihr nutzt, auch wenn ihr Zahnpasta und so weiter nutzt, dann macht das weit entfernt, wirklich 10, 20 Meter entfernt
von dem Bach, an dem ihr das macht. Denn gerade für Gewässer sind diese Seifen, ganz egal ob biologisch abbaubar oder nicht, einfach wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Und da gehören die einfach schlicht nicht rein. Deswegen möchte ich euch da bitten, wenn ihr Seifen und sowas nutzt, auch wenn ihr diese super duper biologisch abbaubar und so nutzt, macht das weit entfernt von Gewässern. Viel mehr gibt es tatsächlich zu diesem Thema nicht zu sagen, weil ja, viel mehr ist da nicht zu sagen. Ich nutze einen Waschlappen, ich nutze kaltes Wasser, ich nutze einen Bach, ich ziehe mich aus, ich wasche mich und dann geht es wieder weiter. Ich nehme mir manchmal noch Mikrofasertuch mit, das hängt so ein bisschen von der Temperatur ab. Meistens setze ich da tatsächlich auf Lufttrocknung. Ich bleibe dann einfach so einen Moment so stehen, das finde ich auch sehr angenehm, also ich mag das einfach. Und man ist dann relativ schnell runter, wieder trocken einfach und zack, Klamotte an und gut ist. Wie gesagt, gerade jetzt in Kombination mit Wolle ist das alles ein bisschen praktischer und einfacher, weil man sich da um manche Sachen weniger Gedanken machen muss. Und selbst wenn ich noch leicht klamm oder leicht feucht bin, Wolle rüber und gut, das ist überhaupt gar kein Thema. Wie gesagt, das handle ich so. Ich will nicht sagen, das muss man so handeln. Nur bei den Seifen, da seht zu, dass ihr die Sachen wirklich weit vom Wasser weg macht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.